nicht mehr! Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Special Guest und das ist... Anzieh! Nochmal. Yes, heute mit Justin Bieber. Genau. Also, ihr seht schon, ich habe hier den Laptop heute vor mir. Wir drehen heute die Minifiguren-Challenge hier mit meinem Special Guest. Willst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Günther Baumhardt und ich bin der Papa. No. Huja! Folgendermaßen ablaufen, ich zeige ihm 10 Minifiguren an der Zahl. Er muss immer raten, welchen Charakter aus Star Wars das darstellen soll, wie viel die Figur ungefähr kosten könnte aktuell und ob ich die Figur besitze, ja oder nein. Wie gut kennst du dich mit Star Wars aus auf einer Skala von 1 bis 10? 10 natürlich. 10 natürlich, also. Du Experte, ich bin sicher, das wird super. Ich suche gerade mal die erste Figur. Also du darfst nicht gucken, wen ich suche. Nicht schummeln hier. Okay. Naja, das schneide ich raus, weil ich mal wieder nicht suchen will. Sehr, sehr, sehr viel später. Welcher Charakter ist das? Darth Vader. Das ging schnell. Okay, wir haben einfach angefangen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Besitze ich diese Figur? Ja. Auch das ist richtig. Und was glaubst du, wie viel kostet die Figur aktuell? 7 Euro. Wow! Hey, that's pretty good. Kommen wir direkt zur nächsten Figur. Jetzt wird es etwas schwieriger. Das wäre die nächste Figur. Boba Fett. Das ist schon mal richtig. Besitze ich diese Figur? Ja. Das ist falsch. Oh. Halt's Maul! Ich besitze eine ähnliche Variante, aber diese Figur hat Armprinting, was sie exklusiv macht. Und was glaubst du, wie viel kostet diese exklusive Figur? 40 Euro. 40 Euro locken wir ein. Wie immer blende ich euch den Originalpreis nachher ein. Jetzt wird es etwas schwieriger. Du kennst dich ja mit den originalen Star Wars Filmen am besten aus. Jetzt haben wir eine Figur aus den Prequels. Wer ist das? Ich weiß nicht, das ist die Abgeordnete. Aber wer weiß. Eine Abgeordnete, glaubst du? Okay, ich löse mal auf. Das ist Queen Amidala, die Königin von Naboo. Bekannt aus Episode 1. Genau. Genau. Habe ich die Figur? Ja. Nein. Oh. Die besitze ich noch nicht. Und was glaubst du, wie viel ist diese Figur wert? 25 Euro. 25? Gut, lass ich mal so stehen. Ihr könnt übrigens auch immer mitraten und eure Antwort in die Kommentare schreiben, weil ich blende immer erst am Ende ein, wie die Figur heißt und wie viel sie wert ist und ob ich sie besitze. Ihr habt ja alle mein Sammlungsvideo gesehen. Mal sehen, ob ihr das wisst. Gut. Wäre diese Figur? Wer ist das? Han Solo. Ah. Are you sure about that? Han Solo trägt also Lichtschwert. Definitiv nein. Bei Han Solo bleiben oder möchtest du die Antwort nochmal revidieren? Das weiß gerade. Egal! Das ist Anakin Skywalker aus Episode 2. Und besitze ich die Figur, ja oder nein? Ja.
Das ist richtig. Und das kannst du wieder rausschneiden, mein. Scheiße, nee, das mag ich nicht. Lass ich drin. Kann ich vielleicht deine Aussage nochmal revidieren, dass du bei 10 bist? Diverse schlechte Wortspiele später. Besitze ich die Figur? Ja. Das ist richtig. Und was glaubst du, wie viel könnte die Figur kosten? 30 Euro. 30 Euro, alles klar, logge ich ein. Wer ist das? Den finde ich halt im Blauen. Also R2D2 hat eine Umlackierung. Du bist ein Arschloch, ey. Du hast mich immer an den Eiern, ey. Willst du einen Tipp? Also ich gebe einen Tipp. Er fängt auch mit R an. Und es ist, ich gebe noch einen Tipp, es ist der Droide von Obi-Wan. Keine Ahnung. Das ist R4P17. Oh, okay. Besitze ich diese Figur? Ja. Das ist richtig. Was glaubst du, wie viel kostet diese Figur? 5 Euro. Logge ich ein. Okay. Wer ist das? Ist ein Snowtrooper, oder? Ja, richtig. Ein Snowtrooper. Habe ich die Figur? Ja. Einige Male. was glaubst du, wie viel kostet die Figur? 10 Euro. Logge ich mal ein. So, wer ist das? Das ist ein Klontrooper. Ah, Klontrooper, ja. Aber ich gebe dir noch einen Punkt, wenn du mir sagen kannst, ob das in Phase 1 oder Phase 2 Klontrooper ist. Ich Phase 1. Richtig! Besitze ich die Figur? Ja. Aktuell glaube ich, ja, einen müsste ich haben. Stimmt. Wie viel ist die Figur wert? 15 Euro, alles klar, lock ich ein. So, das weiß ich bestimmt. Aber wer ist das? Oberfläche. Nein. Okay. Menschen. Django Fett. Das ist richtig. Oh. Besitze ich die Figur? Nein. Doch, besitze sie. Ja. Was glaubst du, wie viel ist die Figur wert? Wer ist das? Ich bin Jabba. Richtig. Besitze ich die Figur? Ja. Und was glaubst du, wie viel dieser mobbelige gute wert ist? 50 Euro. Okay. Wir wissen, wer das ist. Han Solo. Genau. Besitze ich die Figur? Ja. Stimmt. Und was glaubst du, wie viel die wert ist? 25 Euro. Logge ich ein. Das waren dann auch schon alle Figuren. Ich würde sagen, du hattest einen ganz guten Schnitt von dem, was du wusstest und was du nicht wusstest. Hm, ich weiß es nicht. Besser sagen. Ja gut, wenn man Experte 10 von 10 ist, dann... Okay, ich will dir 9 erhalten. Also, wenn ihr noch ein weiteres Video mit meinem Vater sehen wollt und wir auch die Set-Challenge hochladen sollen, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen und lasst doch einen netten Kommentar von meinem Vater da. Den Star Wars Experten schlechthin mit 9,5 von 10. Und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister. Genau.